Also ich glaube halt einfach, dass in jedem ein Künstler steckt, egal ob er was damit macht oder nicht. Und ich glaube halt, es ist nicht unbedingt ein Stück von mir, sondern halt ein Stück von jedem. So. Ja. Yeah, we're professional here. I'm Daniel Nicolai, I'm 19 years old, and right now I'm a college student at Koblenz University, studying computer visualistic. But my hobby is being a comic artist, and I try to proceed that into making it a real job. Why and when did you kind of start drawing? When I came to my teen years, I started reading a lot of manga, and there was just something about some art styles of specific mangaka that really inspired me, and how they conveyed this whole story and motion just through pages and not animation. Just really was something I got into. Also was denken deine Eltern eigentlich daran, dass du halt Künstler sein wirst? Ja, ich glaube, die sind, also sie unterstützen mich dabei sehr, aber dazu gehört halt auch, dass sie mich daran erinnern, was realistisch ist und was nicht. So, dass ich auch am Ende, falls Dinge nicht so klappen, wie sie hoffentlich klappen sollten, da sitze und nichts habe. Aber es war auch schon damals sehr überraschend, als ich angefangen habe, mich mehr für Kunst zu interessieren, weil vorher war ich einfach nur irgendwer, der irgendwas auch gekritzelt hat, und schon meine Grundschullehrerin hat gesagt, ja, der Daniel, der wird niemals zeichnen können. Dass sie dann plötzlich so Dinge sehen von mir, dass so eine Zeichnung von mir auf dem Tisch liegt. Halt zurückblickend nicht meine gute. Also wenn alle sagen, wow, hast du das gemacht? Ja, und ich glaube, die haben sich auch gefreut, dass ich etwas entdeckt habe, was so wirklich Spaß macht, ein Hobby. Also wenn du heutzutage auf deine alte Kunst zurückguckst, was denkst du da? Me don't like you. Nee, also es gibt wirklich so ein, zwei, die ich so in alten Sketchbooks finde, wo ich denke, ja, das ist nett, dass teilweise, wo ich sagen, ja, ich glaube, wenn ich das heute versuchen würde, würde es vielleicht sogar schlechter aussehen, aber ich glaube, so geht es vielen, dass das, was sie von einem Jahr gezeichnet haben, oder das, was sie vor ein paar Jahren gezeichnet waren, nicht mögen. Ja, also ich glaube, so geht es einfach vielen. Denkst du, du bist jetzt besser als Künstler, oder? Ich glaube, man wird jeden Tag besser als Künstler. Solange man keinen Arm verliert, kann man sich eigentlich nur steigern. A very, very broad question here, but what do you like about drawing? I think the one reason I draw is to get what's in my head and show it to other people. Like, I wanna tell like stories that people can relate to or can learn from, and just even look at it and think, "Whoa, that's really cool," because I do that with the stuff I read and see on the internet, and I just wanna be part of that. Ist da irgendwas, das du sagen willst über dich selbst, über deine Kunst, oder? Nicht unbedingt über mich, aber generell vielleicht eine Botschaft an alle anderen Leute, alle anderen Künstler. Denkt immer dran, wenn ihr das wirklich machen wollt, dann lasst euch nicht von anderen sagen, dass das nichts wird. Setzt euch einfach wirklich hin, versucht die Motivation auf irgendeine Weise zu finden. So einfach das jetzt vielleicht klingen mag, ist es nicht, leider. Aber ihr seid alle fantastisch. Gebt euer Bestes und hoffentlich klappt das für uns alle. Macht einfach, was euch Spaß macht, und gebt nicht auf.